Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir sind mitten in den tiefen Gedanken des Paulus im Römerbrief. Und wenn wir sie von der Oberfläche nur betrachten, sind sie schwierig zu verstehen. Paulus hat im Römerbrief zum ersten Mal richtig Zeit für seine Gedanken. Alle anderen Briefe erfordern vielmehr rasches, schnelles Eingreifen, Handeln des Apostels. Was soll das bedeuten, wenn Paulus davon spricht, von dem einen, durch den der Tod kam, Adam, und durch den einen, durch den wir gerettet werden, Jesus Christus? Wir müssen uns vielleicht einige Bilder zu Hilfe holen, um das besser zu verstehen. Man kann das manchmal in Taufgesprächen erleben, dass dann Leute sagen, also erstens ist doch klar, Herr Pastor, den Adam hat es nie gegeben, und zweitens, was habe ich mit dem Typen zu tun? Wie habe ich damit zu schaffen? Es geht ja darum, dass wir Menschen sind. Das ist zumindest etwas, was uns verbindet. Und dass uns die Bibel auf den ersten Seiten nahebringt, dass wir etwas verloren haben. Das Paradies ist wie eine, Klaus Berger nennt das einmal, wie eine mittelalterliche Stadt, die uneinnehmbar ist. Und wie es im Mittelalter war, solche Städte konnten nur fallen, wenn es innen jemand gab, der dem Feind heimlich die Tür aufmachte. Und zwar eine verborgene Tür, eine Geheimtür. Dann wurde die Stadt nach und nach infiltriert und so ist sie gefallen. Das ist das Geschehen des Paradieses, das die Menschheit verloren hat. Adam hat diese Geheimtür geöffnet, dem Bösen. Und seither ist diese Welt vom Bösen zersetzt. Infiltriert. Und daran haben alle teil. Selbst wenn man sich dieser Geschichte der Heiligen Schrift nicht anschließen möchte, wer wollte diese Infiltration durch das Böse bestreiten? Man braucht nur rechts und links zu schauen. Oder, wenn man ganz, ganz mutig ist, auch in sich selber hinein, um das festzustellen. Alle sind davon betroffen. Aber wie kommt jetzt, Paulus nennt das Gerechtsprechung, Gerechtmachung, Heil, Erlösung. Gibt es einen Ausweg oder bleibt es so? Wie Gott hier vorgeht, ist etwas sehr Spannendes. Gerade weil wir heute auch manchmal innerkirchlich glauben, dass wir Heil und Erlösung wie Grundrechte einklagen könnten. Das gilt für alle. Also der liebe Gott handelt immer nach dem Gießkannenprinzip. Und das geht immer, der liebe Gott hat alle lieb und alles geht schon irgendwie dann seiner Wege und alles wird gut. Und am Schluss kann jeder machen, was er will. Das ist nicht der Weg Gottes, nie. Gott beginnt immer mit etwas sehr Kleinem und Engem, um es dann auszuweiten. Am Beginn der Geschichte Israels steht nicht die Berufung der ganzen Menschheit, sondern steht die Berufung eines Nomaden namens Abraham. Und seine Berufung wird ausgeweitet auf ein kleines, winziges Volk im Nahen Osten, Israel. Nicht alle anderen Völker, nur Israel. Und so ist es auch, wenn er sich selber hineingibt, wenn er Mensch wird in Jesus Christus, einem Handwerkerssohn aus Nazareth. Ist auch nicht gerade der Nabel der Welt. Es ist immer das ganz Kleine, Unscheinbare, das dann ins Große ausgeweitet wird. Aus dieser Geschichte mit Adam kommt niemand heraus. Aber wie ist es denn jetzt mit der Geschichte mit Jesus Christus? Hier ist der Unterschied. Wir sind frei dazu. Hier gibt es keine Verflochtenheit, die irgendwie so klebrig ist wie alle Schuld und alles Böse, das immer wieder nach uns greift und was wir dann die Füße nicht hochkriegen oder andere Körperteile, sondern darin verhaftet bleiben. Hier ist es wirklich frei. Die freie Berufung Gottes, das, was Paulus Gnade nennt, und unsere freie Antwort, die macht es möglich, daran teilzuhaben, was Paulus Erlösung, Gerechtmachung oder, wenn man diesen Begriff brauchen will, Rechtfertigung nennt.
Hier ist der kleine Weg dann für alle offen. Man wird nicht gewaltsam darauf gezogen, sondern in der freien Entscheidung auf den Ruf Gottes können wir darauf antworten, um daran teilzuhaben. Wo die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übergroß geworden.